gar nicht mit abgatschern. Drecksviecher, ey. Scheiß Drecksviecher. Mit welchem Vieh könnte ich denn dagegen ankämpfen? Wie wär's mit dem hier? Kannst du da was machen? Irgendwas? Kannst du? Hallo? Vielleicht auch an denen, die ein bisschen näher dran sind. Also lassen wir Schädel das mal regeln. Los, Schädel. Walte deines Amtes. Schädel, hallo, Hilfe. Ja, irgendwie ziehst du dir selbst Energie ab, kann das sein? Es hilft nichts. Du kannst sie nicht besiegen, anscheinend. Ja. Oh, ist jetzt mal gut hier. Ich will dieses Vieh loswerden. Aber ich kann keine Waffe in die Hand nehmen. Danke. Kriegt Schädel Energie, indem er getroffen wird? Nee. So, jetzt bitte den Blob noch da oben. Please. Weil der geht mir voll auf die Nerven. So. Ich halte den mit Pfeilen an den Kragen hier. Wie? Null. Nein, ich habe keine Pfeile mehr? Oh Mann. Oh, was ein Kappes. Ich habe doch noch einen Bogen. Moment. Wo ist mein Bogen? Der. Ach, da. So. Leg. Yay. So. Jetzt lass das. So. Kann ich das nicht anvisieren? Oh, endlich ist das Vieh weg. Ernsthaft. Das hat genervt. So, ich hätte gerne Gatchan wieder dabei. Paralysier mal. Los, Gatchan. Paralysieren und so. Danke. Rolle des Wahnsinns. What the f... Erzeugt einen mentalen Impuls, der die Wahrnehmung aller Kreaturen im Raum verändert. Die Opfer glauben, dass ihre Verbündeten Feinde sind. Mhm. Mal gucken, das können wir bestimmt noch gut brauchen. Oh je, da hat er uns ganz schön getroffen. So, mal schauen. Okay, wir haben mehrere Sachen zur Auswahl. Hier ist auf jeden Fall kein Tor. Aber hier gibt's ein Tor. Das ist das Tor, wo wir zum Munzkpaar gegangen sind. Gut merken. Dann können wir da nachher wenigstens eine Abkürzung nehmen, auch wenn wir jetzt noch kein Tor haben.
Ich brauche Schädel. Meine Güte. Nervbacken, ey. Es gibt kaum einen so nervigen Mob im Spiel wie diese Joker und diese Viecher hier. Ernsthaft. Ich gucke mich erstmal hier um und mach mal alle. What the fuck ist das? Was zum Geier? Was soll das denn sein? Ein Slime oder was? Das verstört mich gerade ein bisschen. Oder ist das Wackelpudding? Okay, wir probieren es mit dem Bogen. Wow, ich mache ganze 3 Schaden an ihm. Nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Oh, fuck. Ha. Knapp. Oh, wenigstens kommen wir hier raus. Also Bogen ist schon mal scheiße. Also nehmen wir da, also nee, Schwert. Wir müssen Schwert nehmen. Nein, was habe ich gemacht? Oh, kannst du das paralysieren? Kannst du? Nein? Doch? Aber das ist mir zu nah dran. Ich brauche mal meinen Frosch wieder. Kann der vielleicht da was gegen diese Viecher hier unten ausrichten? Nee, ne? Sollte ich vielleicht auch den richtigen Bogen nehmen? Manche von denen haben echt viel HP, habe ich das Gefühl. Okay. Das ist zwar ziemliche Pfeilverschwendung, aber wenn es nicht anders da geht, geht's halt nicht anders, ne? Okay, gut. So. Und jetzt brauche ich Gatchan. Und meinen Bogen. Nee, mein Schwert. Komm schon. Oh mein Gott, jawohl. Und dann lässt das Vieh nicht mal was fallen. Nee, Frust. Oh, magischer Pfeil. Jawohl. Okay, Gatchan hat fast volle Energie. Na. So. Okay, gut. Ausgeleuchtet ist es alles. Oh, das ist ja super. Das ist so super. Oh Gott. Oh Mann. Oh nee. Ein Verlangsamkeitsauge.
Okay. Den Raum brauche ich nicht ausleuchten. Ah ja. Das ist cool. Haben wir unseren Aufzug natürlich verpasst. Aber egal. Also der Sprung, ich weiß nicht, ob ich den schaffen würde, wenn ich vorhin diesen Zauber nicht da hätte gehabt. Tuten tun. Das Ding erinnert mich ein bisschen an Super Mario Brothers. So irgendwie so leicht. Es passt von der Textur nicht ganz in das Spiel, sondern eher in Super Mario Brothers. Was ist das? What the f was? Was ist das? Es wird immer größer. Okay, ignorieren wir das einfach mal. Erzähl mir etwas über diesen Zehrer. Ich will wissen, wen ich mit dem Tragen des Namens ehre. Er war ein Wesen einer intelligenten und weisen Rasse. Kann das mal aufhören, so zu blinken? Meine Güte. Die in den Sternen lebte und die die Ehre über alles stellte. Aber nur aus irgendwelchen Gründen konvertierte er zu einem dunklen. Krieg gleich einen epileptischen Anfall. Er konvertierte zu einem dunklen Templer und wurde auf einen fernen Planeten verbannt. Ich spüre Gemeinsamkeit zwischen unseren Geschichten. Vielleicht warst du jemand von irgendeiner Rasse und wurdest in ein Wesen der Dunkelheit umgewandelt, ein Schatten. Und er kehrte nie zurück und nahm Rache. Doch, er kehrte zurück, aber um seiner Rasse zu helfen. Was? Er bot sein Leben denen an, die ihn ablehnten und verbannten? Yep. Aber wie ist das möglich? Weil, obwohl er ein Wesen der Dunkelheit und verbannt war, sein Herz edel war und er seine Versprechen, die er einst seinem Volk gab, nicht brechen wollte. Ich frage mich, ob du jemals einen deiner Leute töten musstest, wenn sie die Burg betraten. Ich weiß nicht, wer meine Leute sind. Ich habe keine Erinnerung. Aber wenn du es wissen würdest, würdest du ihn töten? Ich würde. Es ist meine Aufgabe, diese Burg zu beschützen. Verstehe. Nun, ich denke, du solltest nicht. Du solltest nicht. Okay. Dummer Mensch, wie kannst du es wagen zu meinen, es besser zu wissen als ich? Weil dein Hochmut dich blendet. Du ignorierst die Realität, nur weil du sie nicht magst. Danke, Gacha, dass du aufgehört hast, mein Gehirn zu flashen. Whatever wir jetzt hier sind. Eigentlich wollte ich hier nicht hoch. Ah, verstehe. Gacha zerstört mein Gehirn. Ach Gott, ja, toll. Der kommt ja bis hierhin. Den werden wir mal schnell ein Ende bereiten. Für die da oben nehme ich lieber die normalen Pfeile. So. Und das ist doof, dass man die nur anvisieren kann, wenn die gerade springen. Ist ein bisschen umständlich. Ein Hebel. Ich hasse Hebel in dieser Burg. Ja. Komm, spring noch mal. Gut. Hätte sich das Problem auch erledigt. Ausgeleuchtet ist es jetzt. Bleib bloß vom Leib. Oh Gott, Feuergeister.